Onkologische Fachpflege durch die Unterstützung gibt dem Patienten Kraft in den Kampf gegen den Krebs. Onkologische Fachpflege ist der Bereich von Pflege, wo man sich um die Patienten kümmert, die eine onkologische Diagnose im Hintergrund haben. Onkologische Fachpflegekräfte kümmern sich um den Patienten, indem sie um den kümmern. Sozusagen, die begleiten den durch die ganze Phase, Behandlung von Aufnahme bis zum Entlassung. Die betreuen den, zum Beispiel bei dem Vorbereiten zu den verschiedenen Diagnostiken. Die betreuen den auch während zum Beispiel Applikation von Systemtherapie. Die sind auch involviert in Richtung Nachsorge oder zum Beispiel nach einer Operation oder Strahlentherapie. Da kümmern sich onkologische Fachpflegekräfte um sinnvolle pflegerische sozusagen Maßnahmen. Die Aufgabenfeld von onkologischer Fachpflege bezieht sich sozusagen von dem pflegerischen Assessment. Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, wo man dafür sorgt, dass die richtige Pflegeplanung erstellt wird. Und dann geht das in Richtung Applikation, wenn das Systemtherapie, Überwachung und später sozusagen die Entsorge. Aber letztendlich, ganz wichtiger Punkt ist die Nebenwirkungsmanagement. Onkologische Fachpflege klärt den Patienten über mögliche Nebenwirkungen. Und onkologische Fachpflege auch durch diese ganze Zusammenarbeit ist in Lage, rechtzeitig zu erkennen, ob die Nebenwirkungen kommen. Um die onkologische Fachpflegekraft zu werden, müssen Sie erstmal im Hintergrund entweder grundpflegerische Ausbildung haben, entweder als Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger und nach heutiger Stand noch mindestens sechs Monate Berufserfahrung in meiner onkologischen Abteilung. Dazu kommt dann noch zweijähriges Fachweiterbildung. Zweijähriges Fachweiterbildung ist über 4 Semester, 9 Module organisiert, wo man verschiedene Prüfungen ablegt. Und neben Theorie haben wir noch praktische Einsätze. Alles zusammen summiert 720 Stunden Theorie und 1230 Stunden Praxis. Praxis in verschiedenen Fachbereichen, wie zum Beispiel internistische Onkologie, Chirurgie, Ambulanz, Stammzellentherapie, Strahlentherapie und Palliativmedizin. Wir leben in heutigen Zeiten, in Zeiten von demografischem Wandel, wo die Anzahl leider von Krebserkrankten steigt. Und nicht nur an der Anzahl von Krebspatienten, die haben auch eine rasanten Entwicklung in dem Bereich von den Behandlungen onkologischer Patienten. Sprich, wenn man sich konzentriert nur auf die Systemtherapie, da sind viele verschiedene neue Formen entstanden, neue Medikamente. Früher hat man nur über Chemotherapie geredet, heute redet man bei Hormontherapie, Immuntherapie, zielgerichtete Therapie und so weiter. Das heißt, da sind viele verschiedene Bereiche, wo man später seine erworbenen Kenntnisse einsetzen kann. Aber wie gesagt, Arbeitsspektrum dehnt sich von den Stationen. Man kann Stationsleiter oder Abteilung unterstützen, indem man gewisse Prozesse oder Strukturen optimiert. Man kann sie anbieten in dem Bereich Anarbeiten von neuen Mitarbeitern, Schülern und Praktikanten oder Erstellung von verschiedenen Konzepten und Leitlinien. Letztendlich, man kann sie auch mitbeteiligen bei verschiedenen Fortbildungen, Workshops oder Kongressen.